Hallo? 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 Hallo, weiter geht es mit Shakes and Fidget, Zimmer 34 Tagebuch. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Immer noch mit leicht kränklicher Stimme, tut mir leid. Kann da nichts für. Ich versuche natürlich wieder gesund zu werden, aber wenn es nicht geht. Willkommen in meinem Zauberladen. Bei mir gibt's Tränke, Amulette, Ringe und so ein Zeug. Hallo! Da guckt er mal raus. Ich weiß gar nicht, hat schon jemand eigentlich mal komplett alle Sachen hier durchgeschaut? Ich noch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Hier ist die Stadtwache, hier ist, hier gibt's Pilze, Pilzdealer ist hier. Hier ist die Arena hier oben. Hallo, das hier ist die Halle der Helden, okay? Also hier ist die Ehrenhalle, also hier gibt's schon coole Sachen, ne? Hier ist der Waffenzauberladen, also Waffenzauberladen. Hier ist die Post, da ist der Stall. Wie gesagt, hier ist die Kaserne, ist schon alles ziemlich cool gemacht, ne? Und hier ist die Stadtwache, hier ist die Arena. Es sieht sehr interessant aus. Und man kann auch durch dieses Klicken dahin gelangen. Das ist auch sehr cool. So, wir sind in der Stadtwache drin. Ich habe die Ado fertig gezockt. Wunderbärchen. Ich habe jetzt Musik im Hintergrund und zwar von diesem Copyright-mäßig am Stirsel. Ich hoffe, das passt soweit, damit wir ein bisschen Abwechslung bekommen. Oder wir machen die ganze Musik wieder aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sonst immer ohne Musik gemacht, weil ich immer Angst hatte wegen Copyright-mäßig. Ne, wisst ihr Bescheid. So, der nächste Raid wurde geschafft. Wir haben 132%, haben 16 von 50 Raids. Das ist mein richtig wunderbares, super geniales. Nice. Dafür unglaublich geil, oder? 132%, Leute. Platz 19 bin ich. Ich weiß nicht, wieso. 91,592% Grunde, da geht noch mehr. Mal schauen, ob ich noch ein bisschen pushe. Dankeschön. Da haben mir einige wieder geholfen im TS von wegen... Oh, ich bin so doof, warum schmeiß ich nicht die Epics rein? Not nice. Ich kann's euch nicht sagen, wieso ich das nicht mache. Ich bin zu scheiße einfach nur. Ich bin einfach nur scheiße. Ich schmeiß nie die Epics rein. Ich glaube, das ist voll der Reflex immer. Voll der pure Reflex. Bis zum 10.10., 7.10. und bis zum 10.10. Das passt soweit. Das ist alles noch am Start. Ich würde natürlich gerne nochmal eine neue Waffe wieder erblättern. Ist natürlich klar. Ich habe, wie gesagt, schon Pilz aufgeladen. Hatte ich ja gestern schon für das Epic-Event, damit wir beim Epic-Event sehr, sehr viel Spaß haben. Wir sind auf Server Nummer 34. Seid gespannt nächste Woche. Beim Wochenende. Samstag, Sonntag. Wahrscheinlich werde ich nur einen Tag blättern, weil mehr wird sich nicht lohnen. Normal lohnt sich allgemein nicht bei dem Level aus. Wieder auf jeden Fall sehr lustig, Leute, beziehungsweise sehr genial. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da am Start seid. Und mein Handy vibriert schon wieder. Ich muss mal eben nachschauen. Facebook, da hat mich jemand irgendwo auf einen Kommentar markiert. Bestimmt auf ein Video, wo jemand anders ankotzt. So, wir suchen mal Geschickwaffe. Wir blättern wieder 1, 2, 3, 4, 120.000 Mal. 370! Ist natürlich die abgefuckteste Rotze, die es gibt hier, deswegen wollen wir sie haben. Oh, hier kommen Waffen. 340 wieder. Gib mir nicht Spanne. Eine Spanne mit 500 würde mich auf jeden Fall sehr hart wegdrücken. Die Frage ist, gibt es überhaupt schon eine Spanne mit 500? Das ist die nächste Frage, die wir haben. Ich schau mal eben kurz. Vielleicht finden wir auch wieder ein paar Epics. Ihr kennt das ja, manchmal blätter ich hier und finde sehr gerne Epics. Stärke hier 505, Leute. Das mit Geschick, das würde mich so glücklich machen. Dann wäre ich so glücklich. Wie bei South Park. Ich hoffe, das kennt ihr. Wenn, war das Craig oder war das Craig, der immer gesagt hat? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Glück, Geschick, Stärke. War da gerade Geschick? Nein, habe ich nur so vorgelesen. Da war kein Geschick, ne? Wenn ich jetzt eine Waffe übersehen habe, ne? Dann werde ich mir auf jeden Fall schlagen. Geschick, Stärke. Da war keine vernünftige Schickwaffe, Lars. Nein, nein. Du hast auf jeden Fall 389. Ist nicht gut. Also die der Durchschnittswert ist natürlich toll. Die Spanne ist kacke und der Wert natürlich auch geil, beziehungsweise die Attribute da unten mit Geschick. 503, jawohl, 338, das ist es. Wunderbärchen. Nice. Sehr schön. Eine schöne Spanne. Bomb Damage Upgrade. Kein großes, aber es geht. Es ist schon da. Nicht das Größte, aber damit können wir leben. Sehr schön. Das finden wir natürlich wie immer alle. Nice. Sehr gut. Wir skillen mal eben ein bisschen. Wir haben als nächstes ein Intelligenz- und Intelligenzgegner. Das heißt, ein bisschen Intelligenz will ich noch ein bisschen skillen. Gerne auf 1000 sehe ich das mal hoch. Auf 1000. Nur wegen Intelligenzgegner. Ah, das wird teuer. Das wird teuer. Das ist zu teuer. Machen wir nicht. Geschick. Ausdauer. Crit-Wert ist bei 29. Das sollte es weit lassen. Komm. Fuck. Teuer. Sehr schön. Haben wir ein bisschen Intelligenz geskippt? Warum? Weil man einfach, wenn man umso mehr Intelligenz man hat, umso mehr oder umso weniger. Entschuldigung. Entschuldigung. Umso mehr. Alter. Wurde ich gerade angegriffen oder habe ich die Rang verloren? Kann sein. Umso mehr Intelligenz man hat, umso mehr, beziehungsweise umso weniger macht auch ein Intelligenzboy. Das für ein Lied? Das hört sich gut an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe gerade Angst, dass es zu laut ist. Oh, das Lied ist echt cool. Ich lasse es mal so an.
Wie gesagt, Lautstärke muss angepasst werden. Das war jetzt gerade in Ordnung. Jetzt ist es ein bisschen lauter. Ich weiß es nicht. So, dann würde ich mal sagen, werden wir nochmal jetzt gucken. Und werden jetzt hoffen natürlich, dass wir im Dungeon etwas reißen. Die Banshee ist nächstes dran. Meine junge Banshee. 3720 hat diese junge Dame hier. 3000. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Hier, quasi. Ich hab Steam an, Leute. Ich hab Spotify an. Was hab ich denn hier alle an? Hier. Sieht man das? Da ist die Musik. Wenn jemand das Lied sucht, das ist dies hier. Ich mach's mal laut, leiser. So. So, okay. Ich konnte sich bei Winamp nicht leiser machen, weil Winamp habe ich schon das Maximale runtergeschraubt. So, meine junge Banshee. Wie wäre es denn? Stufe 190. Sie sind drin, ich glaube daran. Und wenn sie fallen... Ja! Nice. Sehr schön, dann fallen sie. Und dann... Oh ja, so geil. Die Geistertippen weggeklatscht. Und jetzt haben wir das Spiegelbild. Und ihr wisst, das Spiegelbild fällt immer. Es fällt immer. Da ist es. Leute, ihr müsst mir jetzt einen sehr großen Gefallen tun. Und zwar, ihr müsst mir helfen mit einem Daumen nach oben. Ihr müsst mir die Daumen drücken, ganz einfach. Drückt jetzt auf Like. Durch euer Like können wir es schaffen. Wir brauchen nämlich ein geiles Epic hier. Bitte eine Epic-Waffe. Nicht alle Attribute. Dreier-Stats-Waffe wäre ein Traum. Ich würde so geil abgehen. Und dann könnte man die Mordmaschine schon angehen. Aber so, bitte kein Glücks-Epic. Bitte kein Glücks-Epic. Bitte, bitte, bitte. Bitte kein Glücks-Epic. Bitte kein Glücks-Epic. Bitte, liebes Spiel. Gib mir doch kein Glücks-Epic. Wir greifen uns selber an. Wir greifen uns selber an. Das Spiegelbild. Es wird fallen. Die Frage ist nur, welches Epic? Es wird eins kommen. Gib mir ein vernünftiges. Gib mir ein vernünftiges. Gib mir ein vernünftiges. Oh! Alle Attribute. Handschuhe. 138. Ist gut. Ich glaube, da hüpft sogar mein SA. Hüpft mein SA? Hüpft nicht. Egal. Ja. Das sind die Freddys Finger-Dings, ne? Finger-Dings. Wer scharfe Klingen hat zur Hand, regiert damit das Albtraumland. Freddy. Ich komme vorbei. Sehr gut. Dann war Freddy am Start. Ja, ich hätte doch lieber eine Waffe gehabt. Ja, jetzt haben wir wieder ein Epic. Weil wir natürlich nicht aufgeräumt haben. So, Leute. Dungeon Nummer 90 steht vor der Tür. 89 Dungeon Etage haben wir gereinigt. Nummer 90 steht vor der Tür. Das ist die Mordmaschine. Meine jungen Damen und Herren, schaffen wir die Mordmaschine umzuklatschen? Nein. Das wird, glaube ich, nichts. Die Mordmaschine ist ein richtig krasser Gegner mit 3920 Intelligenz. Ich glaube nicht daran, dass wir den schon schaffen. Was? Alter Schwede. Ist er doch drin? Ist die Mordmaschine doch schon drin? Moment. Ich skill noch schnell. Das sah ja gerade richtig gut aus. Habt ihr das gesehen, wie gut das aussah? Wow. Doppel nice. Auf jeden Fall doppel nice. 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 Dreifach nice. Nice. Sehr gut. So. Das war gerade knapp. Können wir die Mordmaschine schaffen? Habt ihr es gerade gesehen, wie knapp das war? Das war gerade übertrieben knapp. Er darf nicht kritten, wir müssen anfangen und so gut wie nur kritten. Lass uns doch mal ein paar Tries hier anschauen, wo wir kritten zum Anfang. Da nicht. Wir müssen zum Anfang kritten. Gib mir einen Crit, lass mich anfangen. Ja. Okay, kritten. Ja. Ah, Crit. Hätte der nicht gekritten. Das war schon mal ein guter Try. Zwei Crits rausgedrückt. Sehr gut. Los, Freddy. Wir haben die Freddys. Wir haben Freddys Handschuhe. Ach, lass mich anfangen. Scheiß Anfang. Ja. Crit. Ja, okay. Kritten. Überlebt das? Fuck. Ihr seht, es ist richtig knapp hier. Er muss zum Anfang reinklatschen. So ist Kacke. Hau einen raus zum Anfang. Scheiße. Hau einen raus, Lars. Ich weiß, du kannst es. Ich glaube an dich. Mist. So wird es nichts. So wird es leider nichts. Der hat es auch nicht gereicht. Wir brauchen einen Crit zum Anfang. Ah, oh. Ihr habt den einen Try gesehen, Leute. Er war so super knapp. Hätte ich da vorher geskillt bei dem Try, wäre down gewesen. Dann hätten wir die Mordmaschine schon geschafft. Es wäre so cool, wenn wir jetzt schon die Mordmaschine schaffen. Bei diesem Part. Es wäre abgefuckt. Super genial. Oh, wäre das toll. Die Mordmaschine ist halt ziemlich hart. Der, sag ich mal, der letzte Gegner von den 90 Dungeons, der so richtig krass ist. Ihr seht es selber, Intelligenzgegner und Mordmaschine ist halt ein Hassgegner für alle. Weil der einfach nicht drin ist. Er will einfach nicht fallen. Ah!
Mordi, komm schon! Komm! Oh. Jemand hat mich gefragt, warum sparst du nicht Dungeons auf bis zur Levelbremse? Weil ich die Levelbremse nicht spiele, beziehungsweise ganz normal weiterspiele. Sind mir scheißegal. Oh, war wieder gut. Ist ein Tagebuch. Ich habe hier nicht vor, jetzt bis zu meinem Lebensende 300 Alu zu spielen. Das war nicht der Sinn davon. Aber vielleicht machen wir es. Es läuft halt gut hier. Ich weiß nicht, ob wir hier oben dranbleiben werden oder nicht. Das werden wir uns auf jeden Fall noch später entscheiden. Erstmal das Tagebuch durchziehen. Und danach, dann wird es ins normale Let's Play dieser Server aufgenommen. Und dann werden wir da weiter rocken. Aber. Och, Mordi. Ich gehe noch auf 1140 Pilze. 1140 lasse ich das soweit beruhen. Denn ihr seht es, er will nicht. Dann müssen wir bis morgen warten. Und müssen. Oh, nein, nein. Guckt euch das an. Das ist doch nichts mehr. 1% oder was? Höchstens. Oh nein. Liebes Spiel. Oh, jetzt werde ich ihn nicht schaffen. Ich werde ihn jetzt nicht schaffen. Wenn ich so einen Schrei habe, wird er nicht fallen. Das ist immer das Gleiche. Oh, ist das eklig. Das ist richtig eklig. Also durch diesen Schrei gönne ich mir nochmal 10 Pilze. Und zwar auf 1130. Weil das war ja richtig knapp, Leute. Der ist auf jeden Fall drin. Aber ihr seht es. Boah, war das eklig. 2 so richtig knappe Dinger. 2 Stück. Und der letzte. Boah, war der extrem. Der war ja super knapp. Scheiße. Wieso denn, Spiel? Nochmal 5. Nochmal 5. Ich glaube noch daran. Ich glaube noch daran. Glaubt ihr auch daran? Ich hoffe es doch mal. Nochmal 5. Ich glaub daran. Ja, so verschwendet man Pilze. So funktioniert es, Leute. Oh Mann, nein. Nein. Mist. Ne, Leute. Das wird nichts mehr. Boah, war das, ist das kacke natürlich. Das ist echt kacke, wenn man den so stehen lässt mit einmal 3% und einmal 1%. Ah, oh, scheiße. Egal. Hoffe doch mal, dass wir es ja morgen schaffen. 300 Alu spielen, dann versuchen wir Mr. Mordi, die alte Mordmaschine, nochmal. Ich hoffe nochmal, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir haben einiges gerissen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wie immer, seid ein Haufen super nicer Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Moment, wir haben noch gar nicht in der Gilde, können wir eben noch reingehen, wenn wir gerne möchten hier. Bumm. Das letzte war übrigens, hat man das schon gesehen? Gegen Los Amigos. Haben wir gewonnen gegen Los Amigos, wunderbar. Sieh ich mir Sombrero auf und tanze gerne im Kreis. Und esse gerne Tacos. Tacos, Tacos. Auf Wiedersehen, Haufen Nicer Boys. Reingauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Nice.